Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800 hier bei Heisenberg Zockt. So, es ist wieder Multiplayer mit Kollege Aldemar, aber wir haben uns jetzt mal dahingehend darauf festgelegt, dass wir einfach mal aufnehmen, spielen und gucken und sobald wir uns vielleicht im Spiel begegnen, dass wir dann wieder reden und sonst werden wir jetzt mal für uns ein bisschen spielen. Apropos begegnen, wo ist unser Schiff? Schiff war hier und Schiff ist da, dann müsste ich hier doch zum Schiff kommen. Denkst du, warum kann ich denn hier nicht irgendwie? Das müsste doch funktionieren, wenn ich hier klicke, dass ich zum Schiff komme. Das war doch, in der Beta war das so. Patrouille, zum Öffnen. Nein, ich möchte einfach nur tatsächlich zum Schiffchen kommen. Hier vielleicht? Tatsächlich, die haben nochmal einen Knopf integriert. Oder ich habe das verpennt. Zeit für neue Befehle. Und in der Beta schon so gemacht. Jetzt, was wollte ich noch sagen? Genau, Aldemar sucht uns jetzt auch. Okay. Wo ist noch der Fog of War? Hier. Ich weiß, der heißt hier nicht Fog of War, aber ich nenne den mal so. So heißt er bei jedem anderen Spiel, das irgendwie mit Aufbau zu tun hat. Da kommt das Schiffchen. Ich düse hier mal ruhig zurück. Können wir eigentlich auch so machen. Ist einfacher. Dann sind wir nämlich hier wieder bei unserem Hafen. Und jetzt hatten wir doch noch die eine oder andere Blaupause. Kann das sein? Jawohl, hier hinten. So, können wir auch bauen. Sauber. Wo ist denn jetzt hier die Ziegelei hingekommen? Hier war doch noch eine zweite. Was ist das denn? Interessant. Hat das vielleicht irgendwie mit dem Speichern zu tun? Weil das ist natürlich eben Multiplayer. Aldemar speichert natürlich auch. Vielleicht hat er nach mir oder vor mir gespeichert und dann hat es das jetzt geladen, weil er der Host ist. Und deswegen ist die nicht hier. Also anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ist aber auch egal. Bauen wir halt nochmal so ein Teil. Ich wollte gerade sagen, kostet ja nichts, aber kostet ja fast nichts. So. Zack. Einmal hier hin. Und, oh, jetzt haben wir aber ordentlich Bretter gesammelt. Das natürlich eben auch. Das Spiel läuft einfach hemmungslos weiter. Das hat seine Vorteile. Außer, man müsste leveln. Das können wir aber auch relativ schnell machen. Da wir genug Bretterchen haben. So, einmal diesen, einmal diesen. Ich guck mal schnell, wenn wir die beiden markieren. Da wird nur eines gelevelt. Auch interessant. Gut, 20. Ich würde sagen, wir machen nochmal 1, 2. Sagen wir mal 2. Und jetzt werden wir aber auch glatt nochmal ein paar Bauernhäuser hinstellen. Bauernhaus. So, damit die auch nicht zu wenig haben. Können wir mal hier runterziehen. Und dann haben wir wieder eine ganze Ladung. Hier bringen wir nichts mehr rein. Hier auch nicht. Das nehmen wir zum Anlass, dass wir das Ganze noch ein bisschen aufpeppen hier. Mit schönen Pappeln. Einmal hier raufpappeln noch, bitteschön. Und dann einmal hier runter. Mit anderen Bäumen. Hallo, hier spricht Außenposten Aldemar. Jawohl, Sie wünschen. Drücken Sie F1, da haben Sie eine kleine Freisicht wenigstens, falls Sie sich damit zufriedenstellen. Oh, besten Dank. Bitteschön. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Eieiei. Ja, sehr gut, weil das wollte ich euch ja auch noch sagen. Aber das mache ich jetzt gleich. Danke, Mr. Bitte. Aldemar, für den Hinweis. Ein wunderschönes Bild. Dankeschön. So, das wollte ich eben auch noch sagen. Genau, dieser Zoom-Dingens, dieser Knopf, den ich gesagt habe, den gibt es eben tatsächlich nur als Mod. Ich werde die aber noch installieren, aber jetzt nicht mehr heute. Das heißt nicht in den nächsten 2-3 Folgen, sondern später. Aber guck mal, das sieht doch eigentlich auch schon relativ nett aus. Kann man hier vielleicht? Nee, näher ran kann man nicht. Aber das ist halt ein schönes Bild, weil man natürlich die ganzen ollen Menüs weg hat. Zum Glück habe ich meine Aufnahmetaste nicht auf F1. Das wäre blöd gewesen, hätte ich jetzt nämlich die Aufnahme beendet, fiel mir gerade ein. So, wir drücken mal wieder F1, dann haben wir das ganze Overlay wieder. Okay, dann muss ich hier wieder gucken. Muss ich auch noch umstellen. Ich kann irgendwie nur mit den Pfeiltasten steuern, also dieses Vor und Zurück. Das geht mit WASD leider nicht, das muss ich noch umstellen. Gut, jetzt hatten wir hier... Ach, jetzt haben die keine Straße. Jetzt habe ich hier so schöne Bäumchen hingestellt und dann haben sie keine Straße. Wie reiße ich hier ab? Da, zerstören. Wir müssen tatsächlich, zack, diesen Baum fällen und dann können wir dort nämlich mit der Straße rauf. Dann können wir die Bäumchen eben doch noch stehen lassen. Wäre ja schade drum. So, hier runter. Geht irgendwie nicht. Das ist rot. Haben wir da noch Sachen? Da haben wir, glaube ich, tatsächlich noch Sachen. Spielstand. Ah, ja, ja, da sind noch Bäumchen. Okay, jetzt habe ich oben noch die Straße gekappt. Halleluja, das ist aber halb so schlimm. So, reiß das mal ab. Wir brauchen hier... eine Straße hier rauf. Geht das hier auch? Ne, hier geht's. Und hier geht's nicht. Dann ist da tatsächlich immer noch was im Weg. Nochmal ein Bäumchen.
Scheint fast so. So, kriege ich jetzt das Ganze zu. Ja, dann haben wir hier... Schön, das sieht doch cool aus hier mit diesen Bäumchen. Ist eigentlich schön. Jetzt machen wir hier nochmal eine Querstraße. So, passt. Und dann wird hier dann schon langsam ein Städtchen draus. Jetzt haben wir aber immer noch zu wenig Bauern. Das heißt, wir brauchen nochmal ein paar Häuschen. Ja, hier habe ich besser gezielt. Das heißt, hier bringen wir eine ganze Ladung hin. So, und hier oben gibt es natürlich wieder, sagen wir mal, in der Mitte einen Brunnen. Und dann hier irgendwie so Teile. Mal gucken, wie die aussehen. Ahoi! Schöne Sicht! Feindlich oder freundlich? Wo kommt er denn? Ich sehe sie nicht. Ich segel um den Berg. Aha. Wo ist eigentlich... Ich komme. Ich suche gerade mein Schiff. Ist weg. Oh, neues. Nein. Moment. Du musst deine Insel noch benennen, Heisenberg. Notchbridge ist doch bestimmt nicht dein Name. Nee. Mach ich, Moment. Oh, 555. Feuer öffnen, Siedlung einnehmen. Nein, Quatsch. So, melde Gehorsam, Insel umbenannt. Oh, da kommt ein grünes Schiff. Sind Sie das? Der Eisel. Ja, nee, das ist ein Pirat. Nee, ich bin das. Ah, hä? Das ist aber hübsche Alleen hier. Das ist aber hübsch. Ja, habe ich mit viel Liebe gemacht. Mit viel Liebe und vielen Bäumchen. Aber so eine Allee will ich gleich auch bauen. Ja. Vielleicht mal abkopieren. Mach mal. Kannst du das? Ja, vom Gucken her. Ich meine, ach so. Ist das jetzt nicht. Das wär noch cool, hier mit einer Blaupause von meinem Dorf und dann bei dir auf die Insel stellen. Dann hättest du dann aber Copyright-Probleme. Ja, ich kopiere einfach deine Insel und mache eine neue. Wir sind echt nicht weit weg. Wir haben jetzt 4 Inseln hier. Wir müssen nochmal gucken, wer auf welche geht. Admiral auf der Brücke. Noch mehr als außer 4. Ja, also deine Insel habe ich aber immer noch nicht gefunden. Ich bin genau schräg gegenüber von... Schräg gegenüber von mir. Moment, das wäre dann hier hinten. In die Richtung, wo mein Schiff kommt. Koordinaten eingezeichnet. Ja, da ungefähr. Ja, da sieht man noch. Nee, das ist der Wind. Ich glaube, jetzt habe ich die Insel gefunden. Ist denn hier irgendjemand? Ja, so die Richtung da. Da. Ich habe schon wieder vergessen zu drücken. Ja, ich kenne das Problem. Ist hier denn jemand? Ein Feuer ist ausgebrochen. Nein! Ich sehe deine... Das müsste doch deine Insel sein. Hier ist aber weit und breit niemand. Bist du sicher, dass du schon gesiedelt hast? Hier ist doch nichts. Oh, wo ist denn das Feuer? Ich hab Feuer, Heisenberg. Mut du Feuerwehr bauen? Ach, hab ich. Nee, alles gut. Oh, ich dachte schon. Ich finde deine Insel nicht. Folg doch meinem Schiff. Drück mal Rechtsklick auf mein Schiff und dann fahre ich nach Hause. Moment. Schiff. Moment. Ruder! Mein Schiff kommt, es wird dir folgen. Oder Rechtsklick auf dein Schiff, hast du gesagt? Die Feuerwehr ist zu blöd, mein Feuer zu löschen. Versetzen, kopieren, zerstören. Ich könnte dein Schiff zerstören, was ist das denn? Ist das deins? Das wäre nicht so gut. Das ist tatsächlich dein Schiff. Okay, wie mache ich denn hier folgen? Geht nicht. Einfach Rechtsklick drauf. Okay, Rechtsklick habe ich drauf gemacht. Na, da habe ich gemacht. Dann düse mal, bevor deine Stadt abbrennt. Hast du schon gesehen, wie ich jetzt mein Dorf getauft habe? Ja, Heisiland. Sieht doch schöner. Heisiland. Genau. Du bist der wahre Heisi. Kommt von Heidiland. Das ist hier in der Nähe. Ja? Oh Gott. Ja, kann man laut sagen, oh Gott. Ist der hier? Bist du hier irgendwo? Ach, dieses Push-to-Talk macht einen ja wahnsinnig. Ja, da gewöhnt man sich schon dran. Ja, in meinem Alter? Echt jetzt? Nein, okay. Hast schon recht. Da fährt er Richtung Fog of War. Okay, wir fahren mal hinterher. Ach, dann sehe ich aber nichts. Ach so, das erklärt natürlich einiges. Moment, ich sehe da nichts. Jetzt ist er hier. Zielstand gespeichert. Das Problem ist, du bist jetzt in den Nebel reingefahren. Der tut sich bei mir nicht auf, wenn du da reinfährst. Du findest mich irgendwann schon. Es sind 4 Inseln und bei einer bin ich. Ja, okay, da ist die Chance. Liegt bei 25%, beziehungsweise noch höher, weil die eigene... Zurück.
Nee, warte, das wird schon irgendwie klappen. Ich muss mal... Wart nur, das wird schon irgendwie klappen. Ich muss mal nochmal gucken. Also das ist sie nicht. Herr Aldemar! Jawohl! Du hast aber schon auch was gebaut, John. Ja, natürlich. Ich sehe hier nirgends irgendwie auch nur ein Häuschen auf keiner dieser vier Inseln, außer bei mir. Sicher? Hast du auf die Minimap mal geguckt und dass da irgendwo was Grünes ist oder so? Sind wir auf der gleichen? Das wäre... Sind wir auf der gleichen Insel? Das wäre der Hammer. Nee. Sind wir nicht. Hier ist nix. Wenn du die Minimap hast, du hast jetzt gesehen, wo mein Dorf ist. Ich bin jetzt am Zurückfahren. Ja, sonst sag mir doch auf der Minimap, welche das ist. Sag mir doch auf der Minimap, welches... Ach, das ist dein Schiff. Ach so, okay. Die ist genau die westliche Insel. Ist ja Norden, Osten, Süden, Westen. Ich bin genau auf der westlichen. Oder es gibt mehr als vier Inseln hier. Das kann ja auch sein. Da stehe ich ja schon mit meinem Schiff. Guck mal, du fährst gleich in mich rein. Ja, drück mal Rechtsklick auf mich. Flaggschiff beginnt Geleitschutz. So, dann fahren wir mal. Na, das ist ja süß. Komm mit, komm, kleines Entlein. Put. So, aber keine schlimmen Sachen machen jetzt mit uns hier. Wir sind hier fremd. Wir fahren jetzt in den großen Strudel. Ich glaube, ich habe wieder nicht gedrückt. Ich habe gerade was gesagt. Egal. Nee, ich habe gehört. Ach so. Ah, jetzt ist... Okay, jetzt geht der Fog of War weg. Weil da mein Schiff dahinter hängt. Alles klar. Hier war ich aber tatsächlich noch nicht. Dann sind das mehr als vier Inseln. Monkey Island, schön. Ah, ja doch, ist da aber auch. Ist da aber auch sehr gemütlich eigentlich hier. Schön mit dem Fluss da. Oh, schöne Gegend. Und der macht schon, was macht er denn schon? Hier einer ab Ziegel, genau. guck mal, meine Reklame-Säule hier. Direkt, wenn du in die Straße hochgehst, bei den ersten Häusern, das ist eine schöne Reklamesäule. Kannst du nicht bauen, ne? Hä? Wo? Ich spiele noch Schach. Wo ist hier eine Reklamesäule? So eine komische. Ach so, Schönchen. Doch. Ah, doch, die habe ich auch. Ich weiß noch nicht, wo. Ah. Ich muss mal zurück zu meiner Insel. Ganz rechts, glaube ich. Unten neben dem Bäumchen bei Bauern. Moment. Das sind dann so Club-Items aus dem Dingens-Club. Alles für den Club, alles für den Dackel und so. Habe ich irgendwie nicht, müsste ich da aber eigentlich auch haben. Das sind diese Ubisoft-Club-Punkte-Gegenstände. Ja, nö, habe ich tatsächlich nicht. Ja, egal. Naja, gut. Das ist ja nur eine Äußerlichkeit. Das ist ja nur eine Äußerlichkeit. Genau. So, ich muss nochmal drücken hier, sonst hätte es nicht geklappt. Oh, Sternchen. Moment, jetzt gibt's ein Durcheinander. So, ich würde mein Schiff mal bei Ihnen lassen für den Moment. Na gut. Ich brauch's gerade nicht und dann finde ich dich nämlich wieder. Das kostet, ja, Zoll, bis, ne? Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir werden die Crew als Geisel nehmen. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber ich habe da eine Bitte. Die können kämpfen. Aber langsam, die sind alt. Ich habe gerade einen fröhlichen Bauern gefunden. Ich war abgelenkt, sorry. So, was können wir hier machen? Mein Kind ist ganz jeck nach der... Ja, sorry, vielleicht ist es ein bisschen verwirrend für euch, wenn ich hier was mit Aldemar quatsch, weil ich muss Push-to-Talk machen, damit uns nicht die ganze Zeit hören. Und das klappt nicht immer. Aber egal, jetzt sind wir wieder für uns. Also, mein Kind ist ganz jeck. Ist das eine Berlinerin? Nach der Feuerwehr und will unbedingt Feuerwehrmann... Warum kann ich nicht mehr lesen? Und will unbedingt Feuerwehrmann werden. Wenn er groß ist, das würde ihm viel bedeuten, wenn sie ein Foto von ihm von der Feuerwache machen würden. Das kann er sich dann über sein Bett hängen. Ja, das können wir natürlich machen. Wie nehme ich das an? Habe ich das schon angenommen? Könnten Sie mir helfen, den Jetzt. Karren aus dem Dreck zu ziehen? Ja, machen wir. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich habe da eine Bitte.
Wie kriege ich denn jetzt die Leute, die ich bei der Feuerwehrwache brauche, zur Feuerwehrwache? Die Feuerwehrwache hätten wir ja hier. Helfen Sie dem Einwohner, indem Sie ein Foto machen. Nur von der Feuerwehrwache? Das können wir machen. Oh, Moment. Jawohl. Zack, haben wir. Zählt das schon? Foto abschicken? Wo schicke ich es dann hin? Ans Weiße Haus? Was ist denn jetzt los? Foto wiederholen? Nein. Ich würde sagen, ja, sonst schicken wir es mal ab. Wir werden auf Sie anstoßen. Ja, mach mal, das freut mich. Gut, wir müssen mal wieder hierher zurück. Haben wir denn neue Sachen bekommen? Ich glaube nicht. Aber wir hätten hier natürlich noch die Handelskammer. Was macht denn die Handelskammer gleich nochmal? Das steht leider nicht. Nutzt Items, um die umliegende Produktion zu verbessern. Okay, könnte man machen. Machen wir mal hier hin. Da haben wir ja ein paar Sachen. Da sehen wir... Ne, das bringt aber hier nicht viel. Guck mal, wir haben den Kreis da außen rum. Wo haben wir denn viel Produktion? Eigentlich schon hier. Dann würde ich das schon hier machen. Dann machen wir da unten noch was. Okay. Bauen wir dich mal. Haben wir hier eigentlich schon alles? Wo sind wir denn hier? Irgendwie fehlt hier was. Uns geht das Material aus. Ja, ich sehe es. Oh, eine Inspektion. Die Frage ist, warum? Habt ihr keinen Straßenanschluss? Bräuchtet ihr irgendwie hier einen anderen Straßenanschluss? Kann das sein? Machen wir mal kurz. Moment. Bauern. Sträßchen. So, hier noch runter. Tatsächlich, die hatten keinen Anschluss an die Straße. Deswegen hat das nicht geklappt. Okay. Jetzt kommt das Ganze aber in die Gänge. Da hatten wir Glück, dass das nicht funktioniert hat. Deswegen habe ich es noch gemerkt. Sonst wäre das schwierig geworden. Volles Lager. Ja, auch klar. Wir haben aber hier unten ein Lagerhaus. Das müsste vom Weg her eigentlich reichen. Jetzt ist nur, wenn man überall volle Lager hat, dann glaube ich tatsächlich, dass man insgesamt einfach zu wenig... Hier haben wir tatsächlich das überall Lager volle Lager. Voll. Ja, dann müssen wir tatsächlich nochmal ein Lagerhaus machen. Das ist ähnlich wie bei Tropico mit den Transportbüros. Hier müssen wir einfach Lagerhäuser machen, dann gibt es weitere Wagen. Die Frage ist... Vielleicht sogar hier oben. Ne, das ist ein bisschen verloren da oben. Dann haben wir hier eins, da unten eins. Vielleicht hier noch beim Hafen. Oder hier hinten. Wir machen dich mal dahin. Zack, du stehst schon. Und jetzt müsste dieses Lagerhaus eben eigentlich wieder Wagen generieren. Das heißt, dann müsste das auch wieder klappen hier mit dem Abtransport. Hier hat es eh schon geklappt, sieht man. Bestens. Gut, Wirtshaus haben wir, das haben wir auch. Die Wursterei haben wir noch nicht. Beziehungsweise, wir bräuchten eine Schweinezucht. Hätten wir hier. Wo züchten wir denn die Schweinchen? Vielleicht nicht gerade bei den Häusern. Hier hinten eigentlich auch nicht. Warum nicht hier? Ja, wir nehmen den natürlich den Wald weg. Wenn wir hier Zeugs hinstellen, dann haben die kein Holz mehr. Keine Bäume mehr. Das würde ich lassen. Machen wir dich doch hier hin. Zack, einmal bauen. Dann würde ich sagen, brauchen wir hier nochmal ein Sträßchen. In die Richtung. Zack. Dann können wir hier nämlich jetzt gucken. Nein, nicht Straße. Sagen Sie mir, sind Sie moralisch integer? Natürlich. Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger? Nein, 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 nix Langfinger. So, wir brauchen die hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und hier unten noch. Dann haben wir fünfmal. Schweinezucht. Passt. So, danach brauchen wir, ja, eine Metzgerei. Unschön für die Schweinchen, gut für die Mägen von den Leuten. Warum nicht hier? So, da haben wir aber tatsächlich wieder mal eine Blaupause, während gerade wieder diese wunderschöne Musik einsetzt. Ich liebe die Anna-Musik. Das war. Ich fahre durch die Gegend und nimm dich mit. Also du hast gerade den Ellie Blackworth entdeckt. Okay, im Schlepptau. Ja, mach mal. Dann sieht der Maat da wenigstens auch mal was von der Welt. Das ist schon gut so. So, Blaupausen, Blaupausen. Haben wir denn echt wieder ein Brettproblem? Nein. Ach, hier brauchen wir die Ziegelsteine. Und das hat ja nicht geklappt vorher. Hier mit der Straße. Das dauert jetzt ein Momentchen, bis wir zu den Ziegeln kommen. Ganz klar. Weil wenn die das keinen Straßenanschluss haben, dann können die auch nicht funktionieren. Jetzt haben wir zwei Ziegelsteine. Müssen wir Geduld haben. Bretter haben wir eigentlich genug. Das heißt, hier Dingens könnten wir eigentlich genug bauen. Wir können hier ja mal noch das Zentrum ein bisschen aufbessern. Oh, Hafenstadt sind wir geworden. Das ist ja sauber. Sehr gut. Jetzt haben wir hier... Ne, hier geht es natürlich wieder runter. Das heißt, bauen wir doch gleich mal noch mal ein paar Bauernhäuser. Warum nicht sogar hier mal noch in die Richtung? Da welche. Und... Ja... Gespeichert. Hier.
Jetzt, da nochmal 3 Stück und dann müsste das halbwegs reichen von hier oben gesehen. Okay, passt. Gut, die Fischen ebenso. Die haben aber auch keinen Straßenanschluss, so wie es aussieht. Ah, da müsste man ein bisschen genauer gucken, jeweils, Herr Heisenberg. So, jetzt haben sie einen, sogar einen relativ großen. Die haben einen. Nicht, dass wir jetzt hier immer noch Häuser haben, die keinen Anschluss haben. Weil auch die Häuser brauchen alle einen Straßenanschluss. Sonst verkümmern sie ganz einfach. Das haben wir auch schon gesehen. So, hier noch aufpeppen. Dann peppen wir hier mal noch. Und dann haben wir hier so ein Zentrum, das aufgepeppt ist im Heiseland. Hier haben wir 110. Das ist bestens. Brennt's gerade, dass die Feuerwehr irgendwie Bingel-Bingel macht. Aber ich glaube, die machen einfach so die ganze Zeit Bimmel-Bimmel. Und eben nicht Bingel-Bingel, sondern Bimmel-Bimmel. So, gut. Können wir? Nein. Was haben wir denn hier? 4 Stück. Und wie viel brauchen wir für dich? Wir brauchen deren 5. Also einen noch. Dann haben wir aber hier unten eben nochmal etwas als Blaupause. Oder hier hinten. Die Metzgerei. Ja gut, da müssen sie ja sowieso zuerst mal ein paar Schweinchen züchten, bevor wir da zur Metzgerei gehen können. Dann würde ich sagen, bauen wir schon zuerst die Handelskammer. Ja, 5 Steinchen haben. Ich drücke mal nochmal F1. So, als kleine Ankündigung. Dann haben wir wieder das freie Bild. Wow, und eine riesenschnelle Kamera. Ja, die Kamera ist mir fast zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, Ras, Ras. Gut, wir gehen mal wieder raus. Ist aber natürlich etwas Schönes. Ja, für zum Beispiel vernünftige Screenshots. Da könnte ich natürlich auch mal gucken, dass wir hier irgendwas vom Dörfchen noch so schön mitkriegen. Es ist zu schnell. Das sieht man wahrscheinlich relativ gut. Okay, wir gehen mal wieder raus aus F1. Und sehen, hier oben passt. Wir haben 7 Steine. Das heißt, hier hinten das Teil können wir bauen. Sauber. Dann haben wir hier tatsächlich Kollege Handelskammer. Verwaltung. Was kann man hier? Item-Sockel. Mit Drag-and-Drop ein Item ausrüsten. Ja, das müsste ich noch eruieren, was das genau ist. Wo nehme ich denn das Item her, das ich hier Drag-and-Droppe? Ja, von hier bringt es nichts. Okay. Naja gut, Hauptsache wir haben das Teil auch. Das sieht ja auch relativ cool aus. Hier die reichen Leute. Das genau hier neben unserer Lehmgrube. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut. Haben wir hier noch was zum Bauen? Den kleinen Hafen. Oh. Und fern. Hallöchen. Die Augen anspruchsvoller Kenner bestimmt. Mais, naturellement. Naturellement. Okay, wir haben hier ja noch so viele neue Sachen, sehe ich gerade. Handelskammer haben wir gebaut. Brot haben wir noch nicht. Das ist eine längere Kette. Ja, geht zwar. Ja, mit Getreide, Mühle und dann dem Brot. Dann würde ich sagen, wir machen das mal noch schnell. Beziehungsweise, wisst ihr was? Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Da gucken wir, wo wir ein schönes Stück Land haben. Und dann gibt es dort eine Brotfarm, hätte ich fast gesagt. Nein, aber eine Bäckerei dann. Schlussendlich. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.